Vielen Dank fürs Einschalten. Willkommen zu einem neuen Hardware Review Video hier auf meinem Channel. Es soll heute um eine neue Tastatur gehen, die ich mir vor einigen Wochen gekauft habe. Die alte Tastatur von Corsair, die Strafe RGB, mechanische Gaming-Tastatur mit Fluxkompensator und Skillverstärker und allen möglichen Geduldskirchen. Äh, die muss mal abgelöst werden. Die hat jetzt ihren Dienst erfüllt bei mir. Und es sollte kleiner werden, es sollte schlanker werden, es sollte leichter zu bedienen sein und es sollte auch softwaremäßig reduziert werden. Denn. Was Corsair baut, ist zwar massiv groß und einigermaßen gut, aber halt auch totaler Overkill für den Geldbeutel auch, denn äh, die alte Tastatur hat ungefähr 160 Euro gekostet. Das war mir auch jetzt für die neue Tastatur zu teuer. Ich wollte was günstigeres haben, was irgendwie mehr ins Budget passt, was auch so vom Preis-Leistungs-Verhältnis besser ist. Und. Äh, ja, da habe ich einfach ein bisschen recherchiert. Ein Faktor für mich war eine Low-Profile-Tastatur, die ich unbedingt haben wollte. Denn ich komme gut mit Low-Profile-Tastaturen klar. Ich finde, darauf kann man sehr schön schreiben und auch gut spielen. Sie musste aber trotzdem noch mechanisch sein und sie musste auch noch RGB haben. Also so eine kleine Gaming-Tastatur muss es schon sein. Und tatsächlich ja, hatte ich festgestellt, dass es in dem Bereich gar nicht so viele Produkte aktuell gibt. Und ähm, ist da eine sehr übersichtliche... Anzahl an brauchbaren Tastaturen überhaupt gibt. Neben viel äh, No-Name-Scheiß äh, gibt es, glaube ich, nur eine von Corsair noch, die aber auch wieder sehr teuer war. Und so haben mich die vielen verschiedenen Wege zu der Tastatur geführt, die ich jetzt heute hier vorstellen möchte, für die ich auch nicht bezahlt werde, die ich auch nicht geschenkt bekommen habe, sondern für die ich selber ungefähr 70 Euro hingelegt habe. Äh, es handelt sich um die Sharkoon... Pure Writer RGB Blow Profile Tastatur. Und äh, ich muss sagen, da ich ja, sie ja jetzt schon seit einigen Wochen in Benutzung habe, es ist es jetzt hier auch kein Unboxing-Video, sondern halt wirklich schon ein Rezensionsvideo mit ein bisschen Erfahrung? Kann ich sagen, ich bin eigentlich ziemlich überzeugt von dieser Tastatur und kann dieses Video mit äh, reinem Gewissen und gutem Herzen hier machen und euch diese Tastatur auch empfehlen. Warum werde ich euch gleich zeigen hier und da? Es wird natürlich jetzt kein ultra langes Video, denn am Ende ist es natürlich auch sehr geschmacksabhängig, ob das jetzt was Tolles ist. Aber vielleicht gibt es ja da draußen ein paar Leute, die sich auch für diese Tastatur interessieren und vielleicht hilft euch das Video, ähm, da eine für euch gute Entscheidung zu treffen. Das würde mich freuen und äh, ich würde sagen, wir schauen uns die ganze Sache jetzt einfach mal an. So, wir haben jetzt beide Tastaturen hier mal nebeneinander gelegt. Ich filme mal so locker, flockig aus der Hand. Entschuldigt bitte den etwas langsamen Autofokus. Ich versuche das Ganze hier so gut es geht nachzusteuern manuell. Wir haben jetzt hier meine alte Tastatur mal als Vergleichstastatur liegen. Und ihr seht schon den massiven Größenunterschied zwischen den beiden Tastaturen. Die Corsair-Tastatur ist ein Schlachtschiff. Sie hat dicke Kabel, dicke Anschlüsse hier oben, Zweifachstecker hier. Ähm, sie ist ungefähr doppelt so hoch, doppelt so breit. Sie hat eine riesige Tastatur, äh, Quatsch, eine Handballenablage hier, die ich irgendwie nie benutzt habe und äh, ja sie zeigt halt schon ordentliche Verschleißerscheinungen obwohl sie sehr teuer war hier beim S sieht man das halt dass das so ein bisschen abgeblättert ist hier beim Corsair Logo das ist sehr früh schon sehr schnell abgeblättert ja da bin ich nur eigentlich ein ähm, paar mal mit dem feuchten Lappen drüber gegangen. Fand ich sehr ärgerlich, dass das Ganze nur so bilomäßig aufgedruckt ist für den Preis. Ich habe dafür immerhin, glaube ich, ungefähr 150 Euro plus minus ein paar gequetschte gezahlt. Deswegen war für mich klar, ich will nicht mehr in diese Preisregionen gehen. Und deswegen äh, war ich erstaunt, dass Sharkoon auch mittlerweile Tastaturen macht. Ich kannte Sharkoon nur als Hersteller von Gehäusen, von PC-Gehäusen, von Netzteilen, Lüftern und sowas. Aber ich meine, den Weg ist Corsair auch gekommen. Corsair war auch. Ein Hardware-Hersteller für in, in den Computer und nicht an den Computer. Das hat sich aber mittlerweile geändert und es scheint ja auch ein lukrativer Markt zu sein an sich. Und ähm, ja, was mich an Sharkoon immer so ein bisschen gestört hat, war das Logo. Ich gebe zu, mich stört sowas als Designer. Äh, finde ich, hat Sharkoon nach wie vor mit das hässlichste Logo von allen Hardware-Herstellern äh, und ein bisschen verschandelt ist schon so diese Tastatur. Ich hätte mir gewünscht, dass die da mal was Schöneres drauf machen. Aber sie sind da an eigentlich ganz guter Gesellschaft, denn auch Thermaltake hat ein ziemlich hässliches Logo. Ein bisschen besser ist es geworden, aber nun gut. Das Auge spielt halt mit. Aber wenn wir fair sind, natürlich hängt das Auge nicht während des Spiels auf der Tastatur, sondern eher am Bildschirm. Und da muss die Tastatur an sich einen guten Eindruck machen. So, wo ist der Unterschied zwischen den Tastaturen? Wenn nicht optisch und, und verarbeitungstechnisch und preislich, dann doch meistens äh, liegt der Unterschied in den Switches. Und für eine teure Tastatur, da bekommt man natürlich auch einiges geboten. Theoretisch, ja, für viel Geld kriegt man Marken <laughs> äh, Switches hier. Cherry MX Red Silent äh, Speed Switches im Prinzip. 45 Gramm Betätigungskraft hat man hier. Das gilt als Speed Switch sozusagen. Also sie lassen sich Grundsätzlich einfach betätigen. Sie lassen sich schnell betätigen und im Volksmund sagt man, dass die halt die geringste Kraft benötigen für eine mechanische Tastatur, um jetzt betätigt zu werden. Die Sharkoon äh, hat übrigens auch 45 Gramm Betätigungskraft. Ich finde allerdings, es fühlt sich nicht so an. Es fühlt sich sogar noch leichtgängiger an als die 45 Gramm von der Corsair-Tastatur. Ähm, ihr könnt das Ganze mal jetzt hier angucken, wenn ich das hier jetzt abpittel. Ähm, haben wir hier auch einen Red Switch. Das Red sagt uns, oh oh oh, das Ganze sind auch nur 45 Gramm und äh, Total Speed und super geil. Äh, Nachteil hier an den Dingern ist eigentlich die Langlebigkeit, wie ich finde. Wenn ich das Ganze nämlich jetzt mal hier so da hinhalte, vor dem schwarzen Hintergrund sieht man das ganz gut, glaube ich. Jetzt müssen wir noch scharf stellen hier. Die haben so kleine Häkchen hier dran. Warte mal, ich, ich zeige es mal anders. Meine Güte. Als perfekt vorbereitet. Wo ist mein Assistent? Wer ein Praktikum bei mir machen will, sollte sich mal melden. Und es wird nicht scharf gestellt. Das muss ich mit meiner Nase scharf stellen, glaube ich. Das funktioniert mit der Nase, geil. <laughs> ähm, die haben so kleine häckchen hier, so kleine Widerhaken. Jetzt geh schon. Jetzt stell dich schon scharf. Geh scharf. Da. Jetzt seht ihr das. So kleine Widerhaken. Und diese kleinen Widerhaken werden in diese kleinen Löcher da gesteckt von dem roten Switch. Und ähm, das ist deutlich verschleißanfälliger als dieses kleine Kreuz ähm, bei den äh, Cherry Switches. Hier sehe ich eine Schwachstelle für Leute, die halt wirklich oft ihre Tastatur sauber machen, die Popel daraus kratzen oder irgendwelche Pizzareste. Äh, das geht hier auch, aber wahrscheinlich nicht so häufig auf die Lebenszeit gerechnet, wie bei der Corsair-Tastatur. Das heißt, haltet die Tastatur etwas sauberer. Die lässt sich auch relativ gut sauber halten, weil man hier vom Rand aus gesehen gut auch dazwischen pusten kann mal oder mit dem Pinsel da reingehen kann. Hier ist alles offen, das ist das Gute. Hier kann sich eigentlich nichts dauerhaft... Festkrusten. Ja? Für die Leute, die wirklich Schweine sind, hier, wie ich zum Beispiel, ist das was Gutes, ähm, dass die Tastatur leicht zu reinigen ist, ohne dass man die Switches hier abfummeln muss. Das war hier immer der Fall. Hier äh, haben wir so einen, kleinen, so einen kleinen Vertiefung, hier das Weiße, wo so natürlich das AGB ein bisschen besser reflektiert wird. Aber hier, dadurch, dass das dann wieder so runtergeht, war das halt schwerer sauber zu halten. Ne? Und hier seht ihr, da ist auch wieder irgendwas Ekliges drin. Wahrscheinlich Cornflakes oder sowas oder sowas ähnliches, Popcorn. Ähm, nun gut, ja, äh, wie gesagt, leicht sauber zu halten. Und äh, ja, das sind so die großen Unterschiede. Hier haben wir eine Tastatur, die, äh, ein Kabel an der Tastatur. Das können wir auch abziehen. Das ist ein ganz normales USB-Kabel. Hier ein Mini-Micro-USB. Ist natürlich jetzt Vorführeffekt. Das hängt auf jeden Fall fest drin, aber ich kann es abmachen. So. Das heißt, ihr könnt die Tastatur auch einfach so einstecken, äh, abnehmen, einstecken und da bimmelt nichts dran, da bummelt nichts dran. Äh, super entspannt. Ihr könnt das Kabel einrollen. Hier müsst ihr das Kabel um die Tastatur wickeln, dann verknotet sich das und äh, ist echt ätzend. So, ich mache das jetzt wieder hier dran. Zack. Easy peasy, läuft wieder. Ähm, natürlich hat die Tastatur auch einige Features, die ich euch jetzt nochmal tatsächlich mit einem Stativ zeigen werde. Und dann hören wir auch mal ein bisschen den Sound von dieser Tastatur, damit ihr einschätzen könnt, wie sich das auf euer Ohr auswirkt. Wenn ihr so ein audiophiler Mensch seid, dann wollt ihr vielleicht auch einen geilen Tastatursound haben. Ja? Und damit ihr euch davon ein Bild machen könnt, machen wir jetzt noch eine Detailaufnahme von dieser Tastatur. Wir haben hier das lange Kabel dabei. In der Verpackung ist noch ein kurzes Micro-USB-Kabel für die Leute, die das vielleicht am Laptop anschließen oder sowas. Und natürlich sehr wichtig ist für die Leute, die die Tastatur auch konfigurieren möchten, die Anleitung, die dabei ist. Und die sollte man sich auch mal angucken hier an der Stelle. Denn anders als jetzt die teuren ähm, Software-getriebenen mechanischen Tastaturen ist diese Tastatur hier wirklich in sich geschlossen. Ein System, was keine externe Software benötigt. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich persönlich finde es ganz gut, denn ich kann alle Effekte, die ich haben möchte, auf dieser Tastatur direkt einstellen. Dazu gibt es hier eine sogenannte Funktionstaste und verschiedene Aufdrucke hier auf diesen Tasten hier. Die sind dafür da, dass ich dann weiß, dass ich an der Stelle meine Beleuchtungsoption hier umstellen kann. Und ihr seht jetzt, ich habe jetzt im Moment ein grünes Layout. Wenn ich da drauf drücke, kann ich das jetzt aber hier durch diese Funktionstaste halt verändern. Jetzt habe ich hier ein durchgehend gelbes Layout, ein blaues äh, Cyan, Pink und so weiter und so fort. Das sind so die Standardbeleuchtungen. Dann haben wir hier äh, so einen Leuchteffekt, so einen Glow-Effekt. Den kennen wir auch von vielen äh, Tastaturen. Halt standardmäßig, es gibt noch die Möglichkeit, hier so einen, so einen, so einen Leuchtticker da zu machen, so einen, so einen, so einen, so einen, so einen Fließbandeffekt hier, der hier so einmal rumgeht. Und es gibt noch verschiedenen anderen Kram, zum Beispiel hier sowas. Gibt es auch auf Tastaturen hier heutzutage, dass das so einen Explosionseffekt hat. Es gibt auch hier so einen äh, kompletten RGB-Effekt, der so einmal über die ganze Tastatur geht. Und ja, im Prinzip war es das jetzt auch dann schon. Wir haben auch noch hier auf der Tastatur voreingestellt Multimedia-Tasten. Das ist so Hotkey-mäßig, da kann man die jetzt hier schön betätigen, hier so lauter, leiser oder Media Player anmachen, Webbrowser, hier Funktion und Home. Dann geht der Chrome auf oder der Firefox oder der, äh, der Edge, je nachdem, was man da eingestellt hat. Man kann den Effektverlauf ähm, natürlich konfigurieren. Über, jetzt muss ich gerade mal schauen, äh, die Pfeiltasten hier, ob das jetzt vorwärts, rückwärts, links, rechts geht. Man kann ähm, die Geschwindigkeit einstellen, mit der hier jetzt die Tasten blinken, entweder ob das sehr langsam geht oder sehr schnell. Und wenn man das einmal so sich einkonfiguriert hat, dann ist das eigentlich auch eine ganz coole Sache, wie ich finde. Ähm, und äh, benötigt halt keine zusätzliche Software, die mir jetzt irgendwie. Den PC zumüllt. Ja, deswegen man sollte das dann hier auf jeden Fall behalten, nicht wegschmeißen, damit man das immer mal wieder anpassen kann. Ich bin so einer, für mich reicht es dann so alle paar Wochen vielleicht mal was zu ändern. Im Moment bin ich halt eher hier ist der zyran typ Vielleicht bin ich in zwei Wochen eher der Magenta-Typ. Man weiß nicht so genau. Fairerweise muss man sagen, es gibt auch noch von der Tastatur eine blaue Version. Ähm, nicht blau von der Farbe her, sondern von den Switches her. Die sind dann ein bisschen anders. Ich glaube, etwas taktiler. Da kann ich aber gar nichts zu sagen, weil die habe ich nicht. Und ähm, ich würde sagen, um das Video jetzt abzuschließen, denn viel, viel mehr kann man über eine Tastatur auch gar nicht sagen. Ich würde jetzt hingehen und einfach mal ein bisschen auf dieser Tastatur herumtippen, damit ihr euch die mal anhören könnt. Und danach würde ich mich dann auch für heute verabschieden. Und ich wünsche euch in dem Sinne noch viel Spaß. Macht es gut, ihr Zuschauer. So, genug. Für den Rest müsst ihr bezahlen, das ist dann ein Konzert. So, ähm, ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, falls ihr die Tastatur euch auch mal näher ansehen wollt. Und vielleicht habt ihr jetzt auch eine Kaufentscheidung getroffen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg bei der zukünftigen Hardware-Auswahl und verabschiede mich. Bis zum nächsten Video, euer Timmy.